Okay, wir machen einen Espresso-Test. Wann springe ich rein? Wann gebe ich dem Gegner jetzt eine Bombe mäßig? Bisschen. Eben Amme. Das ist Radweg. Das ist Radweg. So, meine Lieben, da kommen wir zum nächsten Vlog von mir. Heute steht wieder einiges an. Wir sind heute komplett in Bochum unterwegs und ich würde mal sagen, let's go. Mal gucken, was der Tag so bringt. Maschine, einstellig zu sehen. Mahlzeit. Mahlzeit. Es ist sehr, sehr schön, das Wetter. Der Tim sitzt gerade gegenüber von mir. Übrigens, Tim macht alle meine schönen Bilder, die ich auf mein Instagram gepostet habe von meinem Camp, hat er gemacht. Ist auch ein Fotograf vom VfL Bochum. Und wir werden heute ein kleines Interview führen. In der Zukunft wird auf jeden Fall einiges mehr von uns kommen. Ich würde mal sagen, dann bis später. Gleich kommt auch noch Casey rum. Würde ich mal sagen, dann startet der Vlog erstmal. Ne? Jetzt ist erstmal so ein kleiner Einblick von uns gewesen. Wir essen eine Kleinigkeit und dann würde ich mal sagen, bis später. Ne? Wir machen gerade Probe mit Auto. Das ist Radweg. Das ist Radweg. Ey, wie viele Leute sind noch auf? Neun. Voilà. Ja. Ich muss nur einmal sein, okay, ich komme jetzt auch kurz. Okay. Letzte Woche hat er meine Haare sehr krass geschnitten. Ich habe sogar ein Kompliment bekommen, weil ich eigentlich sehr, sehr selten bekomme. Aber letzte Woche hat einer gesagt, der Bruder, deine Haare sehen maximal fresh aus. Und wer kann sagen, dass dein Friseur aussieht wie Meister Popper? Kann nicht jeder sagen. Du und Agi sind ja schon Ewigkeiten unterwegs, ne? Ja. Oder seit welchem Album boxt Agit? Boah, seit Derdo. Davor war er auf Kickbox. Wie lange ist es her? 2010, 2011, 13 Jahre, oder? 13 Jahre, ja. Krank. Da war der noch Gleisbauer. Ihr müsst einmal abstimmen, welche Bulle besser ist. Die ich jetzt gerade im Auf habe, das ist Bulle Nummer 1, Bulle Nummer 2. Also bitte abstimmen, damit ich für den Urlaub gut bewaffnet bin. Bruder, ich bin nach Bochum gekommen, um mir meine Sachen zu erledigen. Ich bin mit Sonnenbrille reingekommen, mit Star in mir rum. Jetzt sitze ich hier seit einer Stunde bald schon mal. Bruder, du und Casey seht ihr euch eigentlich oft? Früher waren wir jeden Tag zusammen, weil er halt in der Nähe gewohnt hat. Das ist halt wegen Stuttgart, wegen der Entfernung. Wenn er halt hier in der Nähe ist, sehen wir uns natürlich oft oder wenn ich dort bin. Aber wie gesagt, ich versuche gerade den Casey zu überreden, dass er wieder nach zu Ruhrpott kommt. Also wieder nach NRW zieht. Ey Bruder, weißt du, was das Schönste an Stuttgart ist? Die Heimreise. Also Bruder, wir sind auf dem Weg, den Casey wieder nach NRW zu holen. Weil so ist, wie gesagt, die Entfernung ist halt extrem. Und wenn er kommen kann, kommt er. Wenn wir kommen, fahren können, fahren wir. Das Schlimme, ich war in Stuttgart gewesen, Bruder, ab 22 Uhr. Man konnte nichts mehr essen, Bruder. Wir waren fast am nur McDonalds dazu um 22 Uhr. Städte schießen ist nicht gut. Also die Menschen sind wirklich in Ordnung da, Bruder. Bisschen. Eben Amme. Das ist übrigens derjenige, der mein Auto gegessen hat. Ich sag dir, Bruder, Wallah, ich werf dich gleich raus. Der weiß das ernst, ja? Das ist nicht Regeln, das ist. Bruder, guck mal, okay, das ist aber. Das ist Regie, Bruder. Darf ich hier auch nicht essen? Ich doch, hier darfst du essen. Hier darfst du alles essen: Franzosen essen, Pinken, Kappi, alles. Fühlst du dich gerade eben? Ich fühle mich. Gefühlslage. Ich fühle nichts mehr. 134 Euro, was meint ihr, wie viel Trinkgeld er gegeben hat? Der hat gesagt, der soll mal 135, stimmt sogar. 20 Cent. Ey, was ist nur noch hinterherlaufen? Ey Bruder, wir haben uns seit dem Kampf gar nicht mehr gesehen, Bruder. Du warst ja auch live dabei. Ja. Was sind so deine Eindrücke von dem Kampf, Bruder? Wie war der Kampf für dich so? Ja, ich glaube, für den Boxsport war das auf jeden Fall dick die Werbung, weil es war ein offener Schlagabtausch. Ein bisschen anders als erwartet, aber der Gegner, der war halt sehr ambitioniert. Man hat es schon gemerkt, so alles auf eine Karte setzen. Ich glaube, so im Gesamten hat Agit die Sache nach dem Wackler gut unter Kontrolle bekommen. Für uns ist das natürlich in der Ringecke besonders adrenalinreich und aufregend, sage ich mal. In diesem Bereich des Schwergewichts, man kann da keine sicheren Prognosen abschließen. Alles kann passieren und das hat man an dem Tag auch gesehen. Ansonsten, der Kampf alles in einem war wirklich eine super Vorstellung. Als er in den Seilen hing, Bruder, was ist dir durch den Kopf gegangen? Ich habe gelernt, über die Jahre damit umzugehen. Also wenn du mich das vor ein paar Jahren gefragt hättest, ich war da so, wann springe ich rein, wann gebe ich dem Gegner jetzt eine Bombe mäßig. Aber ich wusste eigentlich,
ab dem Moment, wo er in den Seilen hing, aber nicht runtergefallen ist, wusste ich, okay, der Gegner, der wird das nicht aushalten, weil der hat alles auf die Karte gesetzt, hat sich ausgepowert und entweder hast du ihn dann und wenn du ihn nicht hast, bist du einfach gefickt. Dann ist vorbei. Okay, wir machen einen Espresso-Test. 7 von 10. Mehr ist nicht drin. Wir saßen gerade mit den ganzen Jungs. Jetzt geht's erstmal auf nach Hause. Vorher gehen wir bestimmt das Auto waschen einmal kurz. Später auf zum Fußball, ne? Habibi, kann ich sehen. Hey, wir sehen uns später, Bruder, ja? Ja, okay. Hab ich später. Ich gebe euch einen Tipp. Geht Mr. Wash, macht euch eine Flat, Innen- und Außenreinigung. Assalamu alaikum, Bruder, ist für Ruhe. Ich habe so lange mein Auto nicht mehr von innen und außen sauber gemacht selber. Guck mal, wie viel Zeit ist jetzt in Anspruch genommen. Wir waren jetzt knapp halbe Stunde hier. Bruder, ich bin schon voll verschlafen, ja. Weil egal, ist immer noch pünktlich. Sein Vater hat den voll verarscht, also ey, du spielst mit. Wir zocken jetzt Fußball. Wir haben 10 Minuten noch, bis der Platz freigeräumt wird. Und danach werden wir zocken. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock drauf. Ich zieh mich schon mal um. Ich mach mich schon mal warm. Ich habe was Wichtiges zu sagen. Aber später. Weißt du, woran man merkt, dass du Profisportler bist? Oder dass du anfängst, dich warm zu machen vernünftig und sowas. Die anderen nicht, ne? Krass, gar nicht, Bruder. Null. Ey, die anderen bleiben schon. Bin ich. Passt mir nicht. So, meine Lieben, jetzt Team Caballel gegen Team Casey. Also besser gesagt, Team Agit gegen Team Casey. Wer am Hunger, der besser gewinnt. Also für mich ist easy money. Wenn Agit Fußballspiel ausgibt, dann ist immer das hier als Resultat. Die waren besser. Und sie haben scheiß Song gespielt. Ich konnte die ganze Zeit den Zweikampf hinschreiben, weil ich hatte Angst, dass ich mich verletze. Wir haben gewonnen. Alles, ganzen Tag habt ihr gewonnen. So, meine Lieben, da kommen wir auch schon zum Ende vom Vlog. Denkt dran, wenn der Vlog euch gefallen hat, gefällt mir drücken, kommentieren. Wer noch nicht den Kanal abonniert hat, abonnieren. Wir haben 2 Spiele verloren. Die Besseren haben gewonnen. Die sind die Besseren und wir müssen mir Essen ausgeben. Also, let's go.